Bernhard. Marie Agnes. Es ist wunderbar, Sie sind der Einzige, der es immer wieder schaffen, meinen Namen umzudrehen, aber das macht nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine Herausforderung, ich weiß es seit 61 Jahren. Aber kommen wir jetzt zu dem wichtigen Thema, dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Wohnsitzregelung. Und ich bin keine Juristin, aber ich komme aus der Kommunalpolitik und deswegen erlaube ich mir ein paar Sätze dazu zu sagen. Weil wir diese Befristung, so wie sie jetzt vorgelegt wird, kritisch sehen. Die Wohnsitzregelung ist eingeführt worden, um sicherzustellen, dass integrationspolitische Maßnahmen durch Länder und Kommunen planbar sind und auch tatsächlich erfolgen können. Und das hat sich auch im Großen und Ganzen bewährt. Aber um diese Regelung wirklich bewerten zu können, wollte die Bundesregierung uns innerhalb von 3 Jahren, das ist jetzt vorbei, 2016 eingeführt, wir haben 2019, bereits eine wissenschaftliche Evaluierung vorlegen, inwieweit die Wohnsitzregelung eine nachhaltige Integration fördert, denn darum geht es uns ja. Aber wie immer bei Integrationsangelegenheiten, viel heiße Luft, wirksame Taten suchen die Kommunen häufig vergebens. Und wo ist die Studie? Dieses Vorgehen nervt. Ich finde es auch unverantwortlich. Und jetzt am nächsten Montag, das geht ja jetzt wirklich zackig, zackig, normal kennen wir das ja aus dem Innenministerium nicht, soll es nun zu einer Anhörung kommen. Und das ist deshalb schon interessant, da diese Anhörung schon angesetzt wurde, bevor uns der Gesetzentwurf überhaupt erreicht hat. Es ist uns völlig schleierhaft, warum eine Regelung, deren Effektivität noch nicht erwiesen ist, und deren Kontrolle, nämlich ob die Leute, die einen Wohnsitz zugewiesen haben, auch wirklich dort bleiben, ob diese Kontrolle überhaupt stattfindet. Denn wir beobachten durchaus eine Konzentration in Großstädten und Ballungszentren. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob diese Regelung, und darum geht es ja nur, auch praktisch durchgesetzt wird und ob diese Regelung und ob diese Regierung vor allen Dingen hier an dieser Stelle wirklich genau hinguckt. Herr Staatssekretär, Sie sagten, Sie tun viel. Ich kann Ihnen nur sagen, ich glaube, es würde bei dem Thema nach wie vor, auch wenn es heute nicht mehr in dieser Brisanz ist wie 2015, 16, helfen, wenn Sie mal aus Berlin in diese Ballungszentren fahren und sich vor Ort anschauen, was dort noch zu tun ist. Das heißt, jetzt rasch alles verändern, Verlängerung, ja, aber die Regelung zu entfristen halten wir an der Stelle, ich sagte es schon, für äußerst kritisch. Meine Damen und Herren, wir halten das ursprüngliche Anliegen des Gesetzes nochmal aus dem Jahr 15, 16, das waren angespannte Zeiten, gerade für die Kommunen ausgesprochen für richtig. Die Wohnsitzregelung sollte eine faire Lasteneinteilung innerhalb des Bundesgebietes gewährleisten. Und Sie sagten es ja zu Recht, eine besonders starke Konzentration in den Ballungsgebieten verhindern und auch soziale Konflikte verhindern. Und an der Stelle möchte ich noch mal hervorheben, ohne das Engagement der Kommunen, da wurde in den Ämtern improvisiert, für deutsche Amtsstuben ungewöhnlich, wurde aber gemacht. Und durch die vielen Ehrenamtlichen war trotz der bis am Anfang kaum vorhandenen Unterstützung der Bundesregierung, die das ja ignoriert hat, ist super Arbeit vor Ort geleistet worden. An der Stelle muss man es noch mal betonen, ohne die vielen Menschen, auch die Ehrenamtlichen, wären die Kommunen schlichtweg abgesoffen. Und meine Damen und Herren, ein Gesetz, das nicht durchgesetzt werden kann, muss man besser machen oder man sollte es abschaffen. Und dazu wäre eben eine Evaluation wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen, übrigens auch, ob es nicht Sinn macht, dass Städte an Nachbarkommunen, sozusagen da, wo Raum ist, durchaus den einen oder anderen Flüchtling dorthin ziehen lässt. Das ist momentan nicht möglich, wäre für manche Großstädten auch hilfreich. Also, wir warten ab, was da kommt, aber nochmal aus der Sicht, diese Geschwindigkeit, es jetzt zu machen, halten wir für falsch. Wir sollten über die Entfristung nachdenken. Das Gesetz ist nicht schlecht, aber jetzt hoppla hopp es zu entfristen, halten wir für einen Fehler. Vielen Dank. Als Nächste spricht die Kollegin Ulla Jelpke für die Fraktion Die Linke.